Gebäude abriegeln. Bewegung! Wir haben jeden Winkel der Karte durchsucht. Bis auf diesen Raum. Er ist ein sicher ein Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Er ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest, du leidest. Du leidest, ist mir egal. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte! Geh zurück zur Armee! Wie damals bei Mams Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Tja, willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genauso wie eine kleine Runde Call of Duty Black Ops 2. Ich weiß, es ist ein bisschen verspätet, aber besser spät als nie. Und ich bin gerade frisch gewaschen. Ich bin total müde, ey. Ich fand eigentlich Black Ops 1 schon ziemlich scheiße. Sprich, die Kampagne war eigentlich sowas von sinnlos und jetzt haben wir eine neue sinnlose Kampagne. Da musste ich mir auch, ach komm, da muss ich doch einmal sinnlose Kampagne spielen. Muss ich mal machen. Und bevor ich das mache, muss ich mal kurz auf Stumm stellen und mir mal einen Kopfhörer aufsetzen. Damit ich überhaupt noch so ein Spiel höre. Ja, wir sind jetzt hier im Missionsbesprechungsbildschirm. Erscheint vor jeder Mission und benannt die Ziele. Die Ausrüstung der Mission kann durch Drücken von Y angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Sie könnten auch X drücken, um einen Bildschirm auf Ihre Karrieredaten zu werfen. Bestätigen. So. Was haben wir denn hier? AK-47 hätten wir hier. Eine Galil! Will ich haben! Ich will Galil. Ja, whatever. Was haben wir noch? Eine Olympia. Eine RPD-Geschütze hier. Barrett. M1911. Da hat die noch nix. Die M1911 ist ausgerüstet. Granaten sind dabei. Was ist das denn hier? Das ist ein momentan ausgerüstetes Zugangskit. Ihr Zugangskit gewährt Ihnen
Zugriff auf andere sonst unzugängliche Bereiche der Karte. Okay. So, wir haben noch nichts geschafft. Rang versus Freunde 2-2. Ja, irgendein Bullshit. Wir starten, glaube ich, einfach mal direkt die Mission und gucken mal, was passiert. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. So, irgendwie gefallen mir die Gesichter kein bisschen. Nein! Ich brauche hier Hilfe! Halt durch! Mason! Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Das Feuer ist zu. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Mörserfeuer! Die MPLA bereitet einen Angriff vor. Wenn sie einen Kampf wollen, dann bekommen sie einen. Bewegung! Ich bekomme so ein schwuliges Messer, weil er so ein dickes Granatenwerfergeschoss nimmt. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist mit Watts? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen. Morgen. Wir vermuten, dass... Oh, der sieht aber nicht gut aus, Leute. Wir fahren hier, wir dürfen nicht einfach so... Oh, Junge. Springen da einen ab. Noch abspringen. Die Mörser haben aufgehört. Das wusste er, bevor sie aufgehört haben. Eieieiei. Da kommen sie, meine Brüder! Kämpft, meine Brüder! Eieieiei, das sind ja richtige Zombie-Horden hier. Wo sind die Nächsten? Komm schon! Alles schön in eine Reihe rein. Batz. Kann ich nix. Immer nur noch an. Lass doch nach. Ja, achso, wir spielen hier auf Soldat, glaube ich, war das. Die zweitschwierigste Stufe, aus dem einfachen Grund, wie bei dem Halo-Teil auch. Zu hohes Level wird einfach viel zu viele... Ja. Mason, auf den Mörser-Trupps zielen! Auf den Mörser-Trupps zielen! Ich ziele auf Mörser-Trupps! Granate raus! Gerade war zu kurz! Ich muss in Deckung! Ich weiß, Digga! Lass mich machen! Ich mach das schon. Geh nix! Fucking Double Kill! Weißt du was? Fick dich! Die Mörser-Trupps sind erledigt! Du musst nachher ran! Verdammt, Hudson! Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung! Du musst sie uns vom Hals schaffen! Alter, wie viel sind denn das? Das ist ja Morhun! Ich hasse Morhun-Spiele, ey. Das war Battlefield schon so bei einem Level. Das war Dennis auch an einem Level. Gleich am Anfang schon, ey. Schalte die Panzer aus, Hudson! Okay. Ich trete an, wir werden vom Boden aus beschossen. Großkommt dann mit einer von denen ein Glückstreffer. So, war schon. Gute Arbeit, Hudson. Das sind ein paar MG-Laster, die auf dich zielen. Ich kann erst wieder anfliegen, wenn die MG-Laster wechseln. Ich kümmere mich um sie. Habe ich denn eine Buzzy oder sowas dabei, dass ich sowas einfach mal behaupten kann? Ja, er hat eine Buzzy. Okay, ich hab eine Buzzy. Ja, das Ding will aber auch nicht Schrott gehen hier.
Boom, Baby. Direkt auf die Motorhaube. Und weit drüber hinaus geballert. Jawohl, weil es einfach keine realistische Fluglaufbahn gibt hier. Das war schon mal schlecht jetzt. Boah, bist du ja am Anfang in sowas hier reingeschossen hier. Das geht gar nicht. Ja, wie viel kommen denn davon? Das ist ja ekelhaft. MG-Laster erledigt. Du kannst los. Okay. Hudson kommt.